Herzlich willkommen zur 52. Folge meines Messerbohrkanals. Ich habe eine Klinge aus Böhler M390 Stahl beschichten lassen. Das Ergebnis finde ich wirklich beeindruckend, sodass ich es dir in dieser Folge zeigen möchte. Was ist eine DLC-Beschichtung? DLC steht für Diamond-like Carbon, also diamantähnlicher Kohlenstoff. Es handelt sich dabei um eine superharte Kohlenstoffschicht mit verschleißmindernden, reibungsmindernden und korrosionsmindernden Eigenschaften. Die Beschichtung ist bioverträglich und kommt auch in der Medizin zum Einsatz. Die Lebensdauer von Werkzeugen und Bauteilen kann um bis zu 900% durch eine DLC-Beschichtung verbessert werden. Das gilt insbesondere für Bohrer, Fräser, Lagerelemente, Ventilsitze und so weiter. Die DLC-Beschichtung kann mit einem kohlenstoffhaltigen Plasma auf fast alle Metalle haftfest abgeschieden werden. Dabei wird das Werkstück nur geringen Temperaturbelastungen ausgesetzt, normalerweise 80 bis 100 Grad Celsius. Die Reaktionsenergie wird statt Temperatur über ein Plasma aus Kohlenstoff und Wasserstoff zugeführt. Ein Plasma enthält Ionen, die elektrisch auf das Werkstück beschleunigt werden. Unter dem Mikroskop ist die Struktur der aufgedampften Kohlenstoffatome so gleichmäßig, dass die Oberfläche spiegelnd erscheint. Weil die Beschichtung nur wenige Mikrometer dick ist, sieht man jeden Kratzer, der vorher im Werkstück war. Ist das Werkstück satiniert oder sandgestrahlt, ist die DLC-Beschichtung matt. Ansonsten spiegelt sie genauso wie das unbeschichtete Werkstück vorher auch. Ich zeige dir jetzt noch die Entstehung des Paracord-Messers, das ich sandgestrahlt und dann mit DLC beschichten lassen habe. Im Schnelldurchlauf und ohne Worte.
Wenn du die neuen Folgen nicht verpassen willst, abonniere bitte meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder wenn du etwas in die Kommentare schreibst. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.